Let's go! Yo, liebe Freunde, willkommen bei den Game News. Heute haben wir für euch wieder schöne Themen am Start. Neues zum Weltraumentdeckungsspiel No Man's Sky. Erfinder der ersten Spielkonsole verstorben. Bilder der PS4 Slim geleakt. Und The Order. Kennt ihr schon No Man's Sky? Der 2015 erst für die PS4, dann später für den PC erscheinende Weltraumentdeckungs-Shooter-Spiel, was weiß ich? Indem ihr ferne Planeten und die Galaxis erkunden könnt, sowie fremde Planeten bewandern könnt. Zu diesem Spiel gibt es jetzt neue, spannende Informationen. So wurde von Sean Murray, dem Chef des Indie-Studios Hello Games, geleakt, dass die komplette Reise von Punkt A nach Punkt B durch das komplette Universum wohl bis zu 200 Spielstunden dauern würde. Was? Wenn ihr euch jetzt fragt, wie soll ich bei so einer großen Galaxis überhaupt Spieler treffen? Das wird nicht mal der Hauptzweck dieses Online-Spiels sein. Spielerbegegnungen, so Murray, sollen zwar wunderschön sein, aber dennoch selten. Wir haben jetzt noch ein paar richtig geile Spielszenen für euch. Und ihr Weltraumpioniere, sagt uns doch mal, ist dieses Spiel eher top oder flop? Ralph Baer, der Erfinder der ersten Spielkonsole, verstarb am 6. Dezember 2014 im Alter von 92 Jahren. Die Odyssey war sein erster Prototyp einer Spielkonsole und kam 1972 auf den Markt. Auf dieser Konsole konnten Spieler einen weißen Punkt steuern und versuchten, einen weiteren einzufangen. Also quasi der Vater der Pong-Spiele. 2006 zeichnete George W. Bush ihn mit der National Medal of Technology aus. Das ist die höchste Auszeichnung im Technikbereich der USA. An dieser Stelle ein großes Dankeschön, dass Ralph die Spielkonsolen ins Leben rief und möge er in Frieden ruhen. Danke, Ralph. Apropos Spielekonsolen. Habt ihr eigentlich eine PlayStation 4 zu Hause stehen? Von dieser Konsole wurden nämlich jetzt angebliche erste Bilder der Slim-Version geleakt. Wie ihr gerade sehen könnt, sitzt das Laufwerk jetzt an der Seite, Lüftungsschlitze sind nicht zu erkennen und das Ganze sieht anscheinend deutlich kleiner und kompakter als die normale Version aus. Die Echtheit der Bilder kann natürlich bezweifelt werden. Fakt ist aber, von PlayStation 1 bis 3 wurde jeweils eine Slim-Version oder sogar mehrere veröffentlicht. Der Arbeitsspeicherhersteller von Sony hat bestätigt, dass es mittlerweile möglich ist, den Arbeitsspeicher noch weiter zu komprimieren mit einem neuen Verfahren. Dennoch hat sich Sony bisher zu einer Slim-Version nicht geäußert. Was glaubt ihr? Eine Slim-Version schon dieses oder nächstes Jahr? Kommen wir nun zu The Order 1886. Am 20. Februar diesen Jahres erscheint The Order für die PlayStation 4. Das Spiel schreibt eine alternative Geschichte, in der ein Ritterorden im alten England die Menschheit vor Lykanern beschützt. Eine Art Mensch-Monster-Mutation. Dino-Nazi. Alien-Roboter. Seemonster. Loch Ness-Monster. Ja, Yeti kommt, verdammte Scheiße! Ja. So ungefähr. The Order überzeugt nicht nur mit einem wahren Augenschmaus an Grafik, sondern auch das Gameplay, die Atmosphäre und die Story kann man nur in den höchsten Tönen loben. Trotz lästiger Kinobalken, ähnlich wie in The Evil Within, einige Details, die es im 19. Jahrhundert noch nicht gab, wie zum Beispiel Luftschiffe oder Schalldämpfer für Scharfschützengewehre und eine Gegner-KI, die sich am besten mit Strohdumm beschreiben lässt, sind wir uns sicher, dass The Order für jede Menge Spielspaß sorgen wird. So, liebe Freunde, das war's wieder mit den Game News von dieser Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch mal einen Daumen da, ein Abo da oder einen netten Kommentar.
Genau. Wir sehen uns spätestens nächste Woche Donnerstag, am Sonntag oder am Dienstag wieder. Bis dahin, euer Buddy. Und Mercato. Way! Das wollte ich immer schon mal machen, denn ich habe keinen Schulabschluss. Und eine Gegner-KI, die sich am besten mit Stroh dumm beschreiben lässt.